Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute mal wieder eine Frage und sie kommt von Mirko. Mirko war unser Erntehelfer diesen Herbst in Japan. Unter anderem am Naturteich Komori durfte er die größten der großen Karashi-Koi rumtragen. Hallo Mirko und danke für deine Frage. Hallo Martin. Ich habe zwei Genesis Biotürme als Biofilter und habe schon viele verschiedene Aussagen bezüglich der Reinigungsintervalle gehört. Von einmal jährlich bis gar nicht und bin etwas unschlüssig, was das beste Intervall ist. Vielleicht kannst du noch einmal eine Empfehlung geben, beziehungsweise was sind Anzeichen, dass der Filter gereinigt werden muss? So eines der ganz klaren Anzeichen ist, wenn der Filter überläuft. Du hast ja deinen Bioturm, der steht in der Regel oberhalb der Wasseroberfläche und soll jetzt die Durchströmung so schlecht sein, dass sich so Zonen bilden, wo der Dreck sich ablagern kann, richtig ablagern kann, dann auch nicht weiter von irgendwelchen Bakterien abgebaut wird. Dann verstopft er irgendwann, dann steigt der Wasserstand immer höher und dann läuft er über. Und aus diesem Grund, weil wir hier im Innenraum sind und weil ich auch nicht die Teiche leer pumpen möchte, wobei wir da natürlich auch Sensoren haben, die auf fallenden Wasserstand reagieren, haben wir oben in unseren Filtern ganz oben nochmal ein Rohr eingebaut. Und dieses Rohr geht zum Becken, oberhalb der Wasserlinie, und wenn wir aufmachen, sehen wir die Rohre, und sollte dort Wasser rauskommen, dann wissen wir, der Filter ist verstopft und sollte gereinigt werden. Das ist einer der Punkte, Filter verstopft. Wenn man Mehrkammerfilter hat, merkt man, dass der Treppeneffekt in dem Mehrkammerfilter deutlich größer wird, weil durch die eine Kammer dann nicht mehr genügend fließt. Ein anderer Effekt könnte sein, dass die Wasserwerte schlechter werden. Also wenn der Filter richtig verdreckt, dann wird natürlich auch nicht mehr ausreichend Filtermaterial angeströmt. Ein geringeres Volumen an Filtermaterial wird angeströmt. Es kann sich ein Kanal bilden, wo überwiegend das Wasser durchgeht. Also wenn die Wasserwerte ohne sonst erkennbaren Grund schlechter werden, könnte man mal darüber nachdenken, den Biofilter wieder zu reinigen. Und ansonsten gibt es aber auch, und das ist bei mir zu Hause, da ist der Wasserdurchfluss durch den Biofilter so hoch, dass die Wasserwerte sind immer gut, der Filter verstopft nie und den habe ich jetzt seit 5 Jahren nicht mehr sauber gemacht. Die Fische sind immer gesund, immer pudelwohl, das Wasser ist schön, Wasserwerte messbar gut, wie schon gesagt. Also es gibt im Prinzip alles. Und wenn man sich an unsere Empfehlung hält und das Filtermaterial vernünftig anströmt, also dass man die Filterkammer nicht riesengroß macht und dann nachher 10.000 Liter drüber fließen lässt, ich kann Ihnen jetzt keinen Wert sagen, dass ich sage, bei dem Helix nehmen Sie das, bei dem das, bei der Japan-Matte das und beim Siborax-Material nehmen Sie das. Das sind die Materialien einfach zu unterschiedlich, auch wie man sie einbringt. Aber hat man auf dem Filtermaterial eine ordentlich hydraulische Last, also fließt da richtig Wasser durch und es kommt wegen mir in der Kammer, die von oben nach unten durchströmt wird, hat man unten eine Belüftung drin, die nochmal mit der aufsteigenden Luft nochmal Wasser mitreißt, dass man also eine richtige Verwirbelung hat und dass es somit nicht im Filter zu Sedimentationsprozessen kommen kann, also die Art von Sedimentation, wo nachher den Filter irgendwann mal verstopft, auch durch abgestorbene Bakterien, dann gibt es schlussendlich überhaupt gar keinen Grund, den Filter zu reinigen. Und so ist es bei mir zu Hause. Also, wie gesagt, Trial and Error, Versuch und Irrtum. Schau dir es einfach an, wie sich deine Anlage entwickelt. Schau dir, mess vielleicht mal den Wasserstand, vielleicht kannst du sehen im Bioturm. Wenn nicht, gräbst du mal ein bisschen nach unten und dann misst du mal von oben den Wasserstand, wie hoch er jetzt steht. Wenn der Wasserstand langsam steigt, dann siehst du, dass der Filter ganz langsam verstopft. Aber keine Sorge, du musst da nicht jeden Tag messen, da reicht einmal im Vierteljahr. Und ansonsten, ich weiß ja, du bist ein fürsorglicher Koi-Liebhaber, mess deine Wasserwerte und wenn die in Ordnung sind, Ammonium im Tagesverlauf maximal 0,2, Nitrit im Tagesverlauf maximal 0,2, alles gut. Kann natürlich auch sein, dass wenn du jetzt extrem viele heterotrophe Bakterien da drin hast, dass mitunter du das auch an den Sauerstoffwerten im Teich merkst. Aber wenn das alles in Ordnung ist, ganz ehrlich, gibt es keinen Grund, da was zu machen. Was nicht kaputt ist, wird nicht repariert. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, und daher kommen auch die viele unterschiedlichen Meinungen. Ich glaube, 80% der Anlagen, die ich kenne, da sind die Filter so schlecht und so langsam durchströmt, dass es da dringend nötig wäre, dass sie einmal im Jahr gereinigt werden. Und wenn ich reinigen würde, dann niemals im Frühjahr, niemals im Sommer, immer im Herbst nach der Saison, wenn dann auch die Futtermenge runtergeht, weil jede Reinigung wird auch in Anführungszeichen einen kleinen Schaden an der Biologie hinterlassen. So Mirko, dann dir liebe Grüße nach Hannover. Ach, du hast deine ganze
Adresse aufgeschrieben, die werde ich jetzt mal vortragen. Ist ja im Zeitalter von Hacken und E-Mail-Konten knacken, ist das ja modern. Nein, das mache ich jetzt nicht. Mirko, mach's gut und bis die Tage. Tschüss.